Dann recke ich nochmal kurz das Schwert in die Luft und blicke weg. Du siehst vor allem auch das Belshirascha, dir gütig zunickt. Schmunzelt, lächelt. Eine kurze Verneigung später begebe ich mich dann auch wieder zu meinen Kameraden. Wie viele Lebenspunkte hast du verloren? 8. 8. Da muss ich noch ein bisschen was drauflegen. Gut. Kampf ist beendet. Du siehst auch, wie nach und nach ein paar andere Leute entweder schon fertig sind oder immer noch kämpfen. Die einen oder anderen spielen wohl auch auf Zeit. Du siehst wohl auch, dass Jelnan schon fertig ist und dir hat gerade seinen Helm übers Gesicht gezogen, also einmal abgezogen und nickt dir wohl zu. Morkan selber kämpft wohl immer noch. Weiß nicht genau, gegen wen er sich da duelliert, aber ich weiß nicht, willst du noch einen speziellen Blick auffangen? Irgendwer, der dich noch, ja, der dich noch interessiert? Blick auffangen nicht, aber ich möchte mich so ein bisschen an die Seite, also an die, vermutlich sind hier irgendwelche Holzzäune aufgebaut, an einen Randstellen und Morkan beim Kämpfen zu schauen. Okay. Ich möchte ihn gerne einschätzen. Morkan kämpft ziemlich wild, du siehst wohl auch, wie 9 andere Leute an seiner Seite stehen. Der hat da also die ähnliche Begleitung wie du bist ja auch hier mit Alricio und Ömer und wie sie alle heißen, die stehen ja auch irgendwie bei dir an deiner Seite. Hast da noch diese große Kiste mit den Teriak-Ampullen für Notfälle und ja. Morkan hatte ja diese geweihte Todesstoß herausgefordert. Die ist wohl auch gerade dabei, die neuen Streiche anzusagen und kämpft da eben auch mit Liturgien. Und Morkan pariert das alles erstmal weg und wartet wohl auch darauf, das kannst du erkennen. Er ist wohl ähnlich wie sie. Finster. Du siehst, dass er ja, Chor zugetan ist. Er ist selber kein Geweihter, kein Chorgeweihter, aber die haben da wohl gerade richtig Spaß am Kämpfen und freuen sich, dass sie sich da im Kampf dann aufs zweite Blut bekriegen. Ja, bis dann die anderen von deinen Kameraden auf dich zutreten. Nur noch kurz eine Frage, wie schätze ich die Kampffähigkeiten von den beiden? Nein, sind die schon Oberklasse, so Richtung Varene, oder sind die hier ein bisschen drunter oder vielleicht drüber? Morkan ist wohl leicht schlechter, das kannst du erkennen, und vor allem bei Jelnan kannst du erkennen, hat, wie gesagt, sich jetzt gerade seinen Helm übers Gesicht gezogen, hatte dann in der Hand noch einen blutigen Dolch, den hatte er vorher nicht. Wenn er sich umdreht und dann auch zum Morkan sieht, siehst du wohl, dass er an seinem Rücken so eine kleine Dolchscheide hat. Der kämpft wohl also mit ja, verborgenen, vielleicht auch vergifteten Waffen sehr hinterhältig, sehr tückisch. Und ja, wird da also ganz, ganz unsportlich den Gegner überraschen. Dann drehe ich mich zu meinem anderen rum. Amina Dors! Herzlichen Glückwunsch, Meister Jerodin. Gut mitgedacht in letzter Sekunde. Kleine Trickserei scheint mir an uns andere mal ausgeholfen zu haben, wie ich das gemerkt habe. Nun, es war mir eine Freude. Ach, ich stehe schon in einer Verletzung. Braucht ihr Hilfe? Kleinigkeiten. Sehen wir uns das an, wenn wir nicht mehr auf dem Feld stehen. Gut. Trete nochmal kurz in den Ring, sammle meine Streitkolben auf. Liegt die Ogerschelle noch hier? War sie vielleicht so angepisst, dass sie direkt abgezogen ist? Die Ogerschelle, ja, die liegt da immer noch im Sand. Varene wird wohl erstmal zu ihren Kombattanten hinzutreten und sich da dann versorgen lassen. Ja, einfache Mordbrenner, die dann daneben stehen und das jetzt erstmal profan Schienen hier haben, damit sie dann eben ordentlich verheilt. Ja, dann beanspruche ich diese Ogerschelle jetzt als Beute. Alles klar, kannst du dir auch schreiben. Varena wird erstmal nichts zu sagen. Der Schild, wie gesagt, glitzert nicht mehr. Ganz plötzlich hören wir ein paar Plattenstiefel auf euch zutreten. Ein Chorgeweihter steht bei euch in seiner roten Rüstung. Hey, du, bist du Alricio? Ja, ja. Ich warte. Komm. Auf wen? Auf dich. Ich nehme am Turnier gar nicht teil. Du hast dich eintragen lassen. Also kämpfst du. Der Grollmann hat gesagt, du hast dich eingeschrieben und ich habe dich erwählt. Du sahst aus wie ein Mann, der kämpfen kann. Verzeiht, ich habe mich nicht eingetragen, das muss eine Verwechslung vorliegen. Das heißt, du bist feige. Das hat nichts mit feige zu tun, aber ich schätze meine Kampfkraft nicht so hoch ein, dass ich gegen einen ausgeweihten Krieger wie euch bestehen kann. Dann kannst du sowieso lieber ehrenhaft verlieren als feige austreten. Wenn ihr euch eingetragen habt, dann müsst ihr wohl noch antreten. Wie gesagt, ich habe mich nicht eingetragen.
gucken. Dann ist ja seid unbesorgt. Ich wollte dir nur sagen. Ich verzichte auf den Schild. Also willst du dagegen klagen? Wahrscheinlich nicht, oder? Nein. Gut. Wenn du jetzt gibst du vorher auf schon. Natürlich nicht. Dann komm mit. Ich lege ihm kurz die Hand auf die Schulter und flüstere ihm zu, wenn ihr Hilfe braucht, sagt was. Ihr wollt mir helfen? Ich lasse mir was einfallen. Nun gut, wie wird's? Versucht einfach keine zu schweren Verletzungen zu bekommen. Wir werfen einen finsteren Blick in Richtung Ragnar, Starkrad. Starkrad steht da mit einer Unschuldsmine. Scheint gerade sehr intensiv den Kampf neben euch zu beobachten. Sehr interessant. Gut. Ja, dann gehe ich mal den Chorgeweihten wahrscheinlich nach. Vermutlich mal, der würde ich zum Kampfplatz voranschreiten. Genau, also wie gesagt, ein gleiches Areal, auch wieder 8x8 Schritt, was noch aktuell leer ist. Ein Grolm steht da mit verschränkten Armen und tippelt gerade so ein bisschen mit dem Fuß hin und her. Wir warten. Verzeiht. Mir war nicht bewusst, dass ich für diesen Kampf gemeldet bin, aber das tut nichts zur Sache. Ja. Ja, dann trete ich mal in den Arena-Ring-Quadrat, wie auch immer. Ich tue dir den Gefallen und werde nicht meinen Chorspieß nehmen. Ich will ihm einfach nur die Streitaxt. Wie gesagt, ich verzichte auf mein Schild. Schluck. Nun gut. Ich hechte derweil mal los und sehe mir die Aushänge nochmal an mit den Regeln. Hast du überhaupt ein Schild? Nein. Dann musst du auch sagen, dass du kein Schild benutzt. Muss ich. Ich probiere mir gerade die Turnierregeln nicht zu. Ach, wenn einer nicht klagt, brauchst du gar nichts ansagen. Genau. Trete mit den Waffen an, die ich dabei habe. Also mit dem Säbel, ja? Genau. Okay, keine Klage. Mach halt. Na los, den ersten Schritt, den ersten Stich gebe ich dir auch umsonst. Du siehst halt nicht so aus, als ob du kämpfen kannst. Nun gut. Ich hättest würde... vielleicht mal in der dritten Mondschlacht kämpfen sollen, dann wärst du nicht so hänflich geworden. Zauber sind erlaubt, oder? Also, es ist offiziell ein Kampf Schwert und Schild. Wenn du jetzt anfängst zu zaubern, ist das unsportlich. Na und? Ja, genau, richtig. Wenn er schon verloren hat, ist zu spät. Gut, ich sage eine Finte an. Binde plus 4. Also, wir würfeln erstmal die Initiative. Okay. Ja. Der Chorgeweihte Staubtreter wird dann auf der 21 sein. Ich bin auf der 19. Du bist auf der 19, okay, also ziemlich hoch. Gut. Ich fange damit an. Wie gesagt, eine Finte plus 4. Mhm. Ja, er steht einfach mit seiner Rüstung vor dir, schimmert ein bisschen rot. Du kannst, 16 plus 4. Schlägst daneben. Genau. Fängt gut an. Mhm. Ja, wie gesagt, er schlägt selber nicht zu, kann sich ein bisschen sortieren, orientieren, wieder zurücktreten. Normalerweise hättest du jetzt wieder eine plus 4 auf deine nächste Parade oder einen Angriff, aber du kannst einfach eine Aktionsposition machen und damit verfällt das. Nächste Kampfrunde. Du musst handeln. Ich probier's nochmal mit einer Finde plus 4. Will den Kampf schnell hinter mich bringen. Gut. Dann hat er eine Streitaxt, wie gesagt, und versucht da dann eben zu parieren. Sein Angriff ist 20, seine Parade ist 16. 16 plus 4 auf die 12. Pariert er weg und schlägt zu. Macht selber erstmal keine Wuchtansage, sowas. Schaut erstmal, was da so klappt. Alles klar, dann ist das gelungen. Ich probiere mal zu parieren. Genau. Ja. Das ist gelungen. Nickt er dir zu. Gut. Wir steigern uns langsam. Nun gut. Heilt euch! Ich mach eine normale Attacke. Oha. Das ist nur gelungen. Es ist nur glücklich, das heißt, die Parade ist halbiert, aber der Schaden wird nicht verdoppelt. Richtig. Was haben wir eben gesagt? 16 halbe sind 8. Das schafft er nicht. Da darfst du Schaden machen. Schlage zu und treffe ihn am
Torso. Torso. Ja, klonkt einmal. Du merkst wohl, dass das durch die Rüstung durchgeht. Er nickt dir zu, zieht deinen Säbel wieder aus seiner Rüstung raus. Guter Schlag. Jetzt bin ich dran. Und er sagt an eine Finte 5. Schafft er nicht. Schlägt vorbei. Du kannst dich ducken. In diesem Fall würde ich... Nächste Kampfrunde. Du bist dran. So. Ich würde attackieren. Ich muss ja einen Wurfschlag plus 4. Genau. Er hat ja eh... Er hat sowieso Parade einbußen. Genau. Ja, gelungen. Das ist gelungen. Dann kann er erstmal seine Parade machen. Die ist ja noch erschwert durch die Ansage. Das würde er gerade so schaffen. Und kann das wegblocken. Dann ist er wieder dran. Er sagt wieder eine Finte 5 an. Auf die 15. Schafft es wieder nicht. Du kannst wieder dran vorbeitauchen. Er testet dich wohl wieder so ein bisschen aus. Ich probiere mit einer Wuchtschlag plus 5. Wuchtschlag plus 5. Das schaffst du. Seine Parade, jo. 16 plus 5, ist wieder erschwert. Und auch er schafft es. Gibt's ja gar nicht. Gut, jetzt fangen wir an. Ich überlege. Ich werde jetzt einen Hammerschlag mit der Streitaxt ausführen. Plus 8. Das schafft er. Diesen kann ich bloß mit einer plus 8, glaube ich, parieren, oder? Nee, das ist normal. Die Parade ist erstmal normal, genau. Dann normale Parade. Das ist gelungen. Ich würfel trotzdem mal den Schaden. Sind 21 und dein Schwert, dein Säbel, gibt ein bisschen unter dir nach. Du kannst aber gegenhalten. Nimmst noch die zweite Hand, um dann abzustützen. Oh, ein Stück von deinem Eisensäbel splittert dann ab und fällt in den Sand. Hat das irgendwelche Auswirkungen? Bruchfaktor erhöhen. Gucken wir uns später rum. Okay. Sei denn, ist ein Säbel magisch? Nö, Bruchfaktor 2 insofern. Ja, genau, dann kannst du ihn mal auf 4 erhöhen. Ja, ich probiere es mit einer, auch mit einer Finte, Vierer Finte. Vierer Finte. Das war übrigens die nächste Kampfrunde drin. Ja. Das ist gelungen, dann hat er 16 plus 4 ist 12. Schafft er. Wieder ein Hammerschlag. Aua, halbe Parade. Das war Abelmir. Bye bye. Möchtest du einen Chippy benutzen? Nein. Nein. Ich schaffe es. Pariert ich schaffe es. Geschafft. Pariert es. Hab ich. 12 mal 3 sind, weil 3 ist maximal. Wir werden hier nicht mal 3 mal 2 machen. Sind 36 Schaden. Würfel mal einen Bruchfaktorprobe und danach steigt dein Bruchfaktor um 3 Punkte. Danach. Die Waffe bricht. Die Waffe bricht. Ich hab ein Glück heute. Du. Kannst gerne auch dein Glück, also ganz Glück oder schaffen. Schicksalspunkt, mir ist es egal. Mach nochmal einen Chippy. Für den Bruchfaktor. Ja, alles klar. Los. Oder Julika, das 3, ist schlauer. 2. Chippy auf Bruchfaktor. Gut, ja, dann kannst du ihn jetzt nochmal um 3 erhöhen. Dann ist er bei 4 plus 3 sind 7. Nächste Kampfrunde. Du bist dran. Wuchtschlag plus 5. Mit dem kaputten Säbel. Halb kaputt. Nein. Gut, dann ist deine nächste Aktion jetzt um 5 erschwert. Hammerschlag. Mhm. Gerade so gelungen. Parade plus 5. Nein. Patzer? Patzer. Du kannst schon mal direkt auf der Patzer-Tabelle würfeln. Ja. Nahkampf-Patzer. Ja, Jetzt bin ich gespannt. Die sind neben der Trefferzone. Die Axt. Triffst dich auch noch erstmal selber für deinen eigenen Waffenschaden. Das können wir gleich schön beschreiben. Dein Säbel bricht. Also erstmal kommt der Hammerschlag von mir. Das sind 33 Schaden in Trefferzone. Musst du bitte würfeln. Und dann zusätzlich die 9 von dir. In den Bauch. Das sind zusätzlich, wie viele Wunden sind das? Wunden W6. Kaputt im Glück irgendwie. 5. Bin ich tot? Bei 5 Wunden?
Nee. Es geht jetzt darum, wie viele Wunden machen 33 Schaden bei dir? Ich habe eine Wundschwelle von 9, heißt sind 3, oder? Genau, sind 3 W6 Zusatzschaden. 3 Wunden im Bauch, richtig? Genau. Brust, wie auch immer. Jetzt habe ich doch Glück, eine Erschwernis nochmal um 6, oder? Glaube ich, für die 3 Wunden im Bauch machen, 3 W6. Also, du musst jetzt keine Selbstbeherrschungsproben würfeln, weil, naja, dann musst du dich nicht selbst beherrschen. Es geht jetzt nur um den Zusatzschaden. Starker schaut mit aufgerissenen Augen auf das, was er angerichtet hat. Ist so ein bisschen nachgekommen. Hat er, wie gesagt, die Augen auf einem ganz anderen Kampf, um da so ein bisschen auf das Unschuldslamm zu tun und sieht jetzt gerade, wie der Chorgeweihte aus Versehen die Gedärme von Abelmir über den Platz verteilt. Der Bauch ist komplett aufgerissen. Und ja, ein feiner Sprühregen spritzt euch jetzt der gesammelten Mannschaft entgegen, während Abelmir sich einfach nur seinen Bauch hält, nicht genau verstanden hat, was er da tut. Sein Säbel liegt zerbrochen neben ihm, ist ihm mit seiner eigenen Wucht nochmal ins Fleisch getrieben worden. Wie viele Lebenspunkte bist du jetzt unter? 29, also 33 minus 4 wären dann 29 und nochmal die W6. 3 W6 nochmal dazu. Nochmal 3W6? Ja, 3W6 Blutungsschaden. 3W6 Blutungsschaden durch den Bauch, genau. Okay, ich glaube, da bin ich tot. Das gucken wir uns jetzt gleich an. Könntest du ein Schiff verbrennen? Genau, so. Das heißt, du hast jetzt wie viele Lebenspunkte vorher gehabt? 29 minus 29. Minus 33, minus 11 sind nochmal 44 und nochmal minus 9. Du bist tot. Möchtest du deinen Schicksalspunkt verbrennen? Ja, muss ich aber. Gut. Dann klappt jetzt Abelmir nach hinten, bricht zusammen, Knie nach vorne, der Bauch reißt ein bisschen auf und liegt jetzt mit ausblutendem Körper, mit offenen Gedärmen auf dem Sand. Der Staubtreter schaut so ein bisschen, oh, scheiße, ich wollte das gar nicht. Ich renne in den Drink. Ich kriege Holm, er gibt auf. Holm reißt die Arme hoch, Staubtreter gewinnt. Ja, Staubtreter geht ab. Ey, Amenelos, wo rennt der hin? Ja, ich renne sofort zu Alvin. Ja, dann renne ich an ihm vorbei und zu dem Staubträger hin, möchte ihn so am Kyras vermutlich packen. Mann, was soll das denn? Entschuldigung, du hast ihn zu Brei gehauen. Er hat sich nicht melden sollen. Dich packe ich mir in der nächsten Runde, das glaub aber. Meines Wissens sind wir sowieso die nächsten Gegner. Umso besser. Herzlichen Glückwunsch übrigens gegen den Kampf mit Varena. Danke. Sieht ziemlich tot aus. Und ich würde mal an Abelmir herantreten. Sieht der noch lebendig aus? Immer schaut sich um Amenelahus und rennt ihm hinterher und schaut sich mal um. Ja. Kork schon mal den Derian. Ich renn auf Abelmir zu. Hau ihm einfach nur ohne Kraft irgendwie den Stab auf den Bauch und aktiviere sofort meinen Stabzauber. Mhm. Wie viel Balsam ist da drin? Da ist ein Reversalis Fulminictus drin. Okay, wie viel HSP? Das Ding heilt 23 Lebenspunkte. Gut, dann. Ich glaube, das wird immer noch knapp. Du hattest ja 44 und 9 sind 53, ne? Aber kann die Rüstung abziehen. Aber vielleicht kann man das anders reden. Vielleicht seinen Schicksalspunkt verbrennen ja auch so, dass sozusagen während des Hiebs, währenddessen er die ganzen Schaden hinten hat, Amelaus schon den Stab ausgestreckt hat und. Der Fulminictus, der auch einiges also, Reichweite geht, in der Variante sozusagen rauslöst. Also, du hast eine Konstitution von 13. Bei minus 13 LEP bist du tot. Das heißt, du bist jetzt durch das Verbrennen deines Schicksalspunktes, wirst du in dieser Szene nicht sterben. Das heißt, zusammen jetzt mit dem Balsam, ich sage einfach mal, weil du hast wie gesagt den Schicksalspunkt verbrannt, Amenelaus kann sich seinen Fulminictus im Stab noch einmal speichern. Du hast jetzt einen zweiten drin. Der löst jetzt auf und damit kommt Abelmir auf einen LEP. Das heißt, der Fulminictus Reversalis ist immer noch im Stab. Du hattest einfach einen zweiten gesprochen. Gut. Vorausschauende Weisheit. Wir lösen die Kampfrunden auf. Wie gesagt, Staubtreter putzt sich gerade seine Plattenpanzerhandschuhe und geht dann wohl weiter rüber. Du siehst wohl, wie seine Freundin, Lebensgefährte Todesstoß, wird da gerade von Morkan geköpft und er wird da jetzt auch gerade ziemlich sauer. Jetzt muss er natürlich auch irgendwie gegen Morkan ziehen. Jetzt weiß er mal, wie das ist. Ich knie mich runter. Am Ende los, wie sieht es aus? Wird das schaffen? Er ist stabil, aber
Das wird noch viel Arbeit erfordern. Wir müssen ihn sofort hier rausbringen. Ich kork den Teriak auf und möchte ihm ein wenig einflößen. Mhm. Das sind Ampullen zu 10 Lebenspunkten. Erste Ampulle. Wir teilen uns die. Er kriegt eine halbe, ich krieg eine halbe. Nein. Nein? Nein. Muss er die ganze nehmen? Er muss die ganze nehmen. Du kannst natürlich einen zweiten trinken. Wie viele habe ich? 5. 5 Stück für diesen Tag. Okay, ich muss auf Selbstsucht würfeln, sorry, ich wollte gerade schon sagen, ich bin gnädig, aber... Selbstsucht, richtig. Ich hadere ein wenig mit mir, zieh den Korken raus, mach den Korken wieder raus, während die anderen ihn vermutlich gerade vom Feld tragen. Mach den Korken wieder raus, guck nochmal in die Flasche. Ach, was soll's, und flöße ihm das Ding dann ein. Dann hast du aktuell 11 Lebenspunkte und du bekommst dann permanent Lebenspunkt dazu. Ja, und damit, nachdem er diese grüne, kalte Flüssigkeit in den Hals geschüttet hat, kommt dann auch Abelmir relativ schnell wieder zu Bewusstsein und klagt natürlich unter unglaublichen Schmerzen. Deine Wunden im Bauch, die 3 Stück, kannst du dir streichen. Das soll so passen. Bis dann. Kann ich vorher seine Eingeweide wieder sortieren, dass die auch drinne sind? Ja, wie gesagt, das wächst dann alles wieder mit dem Reversalis würde das wieder zuwachsen. Du kannst dann natürlich dann versuchen, irgendwie zu, ja gut, zurückstopfen. Du weißt, es ist arg ungesund, die wachsen dann einfach nach. Und naja, wenn du jetzt sandige, also was heißt sandig? Es ist ja irgendwie Erz oder Humus und dann in einer Stadt von Agrimod, du solltest diese Gedärme nicht wieder zurück an seinen Bauch stopfen. Wie man das vielleicht auf dem Schlachtfeld lernt. Zumindest wächst der Bauch wieder zu und Abel, mir kommt zu Bewusstsein. Was ist passiert? Ich erinnere mich an diese Axt. Ich guck auf meinen Bauch. Ihr solltet. Was habt ihr mir eingeflößt? Das schmeckt so erdig. War das ein Heiltrank? Verdammt effektiv. Das so eine Art. Bedankt euch bei unserer Gönnerin. Ich danke euch erstmal. Vielen Dank, Jordin, dass ihr mich gerettet habt. Verschwindet jetzt von der Fläche, wir müssen umbauen. Ja, wir gehen ja schon. Ich stachiere den Hefti mir. Ich nehme die eine Seite, die andere. Und jault nicht so sehr, wenn wir euch jetzt hochheben. 1, 2. Warte, lass mich helfen. Ich nehme die Beine. Eine Beeinderung des Duell muss ich euch erlassen. Was ein Schlag. Aber ihr habt euch gut gehalten. Fandet ihr? Ich fand es kläglich, aber was kann man gegen einen Korbiten erwarten? Dieser Schlechter. Ach, stellt euer Licht nicht über den Scheffel. Ich war ganz beeindruckt. Ich werde ihm morgen zeigen, was er erwarten kann. So. Ja. Aber ihr habt euch gut geschlagen. Sehr ehrenhaft, muss man sagen. Ein Grolm zupft dir so ein bisschen an dem Rockzipfel von dem Pavi-Pappenrock. Nach eine Stunde nach dem Essen geht es weiter. Ihr habt jetzt erstmal Freizeit. Umso besser, danke. Ich würde mich um die Nähe von den Tribünen wahrscheinlich schleppen erstmal, um nicht da auszuruhen. Ja, die Menge johlt wieder. Wie gesagt, es sind 15.000 Augenpaare auf euch gerichtet. Je nachdem, wer da gerade noch immer am Kämpfen ist, blutig sind hier zumindest die ersten paar auch gestorben. Nicht jeder hat hier aufs zweite Blut gekämpft und andere haben auch aufgegeben. Ja, das Schlachten hat begonnen. Ein guter Auftakt. Bitte wiederholt das nicht. Aber warum habt ihr euch denn eintragen lassen? Ich habe mich nicht eingetragen. Starkart? Vielleicht eine Namensverwechslung? Ich fürchte, unser lieber guter Freund hatte etwas seine Finger im Spiel. Starkart ist übrigens immer noch sehr beschäftigt damit, die Spiele zu beobachten, um herauszufiltern, wer denn hier die größte Konkurrenz für, naja, Aritschu jetzt nicht mehr, aber für Yalan ist. Beziehungsweise Jiroti. Aber das denkt sich stark an Jochen, das redet er ja keinem ein. Ich werfe dir einen bösen Blick zu. Auf die Entfernung siehst du zwar nicht, aber... Ihr glaubt doch wohl nicht, dass er euch extra gegen so einen Korgewalten auch noch eintragen würde. Ich muss euch doch bitten. Okay. Ich habe mich jeweils nicht eingetragen. So viel ist sicher. Ihr seid ganz schön mutig. Gegen einen Korgewalten würde ich so als eher Dummheit bezeichnen. Ihr hättet auch einfach aufgeben können, wenn ihr gewollt hättet. Also, das war mutig. Und mit sonderlich viel Finesse hat er nicht gekämpft. Ja, aber trotzdem, er war mutig.
die Rohrkraft, aber na gut. Ich meinte den Korgeweiden, aber gut. Also seine Schläge schienen wuchtig, wie ich das von hier bewerten konnte, wie eure Waffe zersplittert ist. Sie waren sehr wuchtig. Aber mutig, dass ihr auch nach solchen Schlägen weitergekämpft habt. Sehr gut, sehr gut. Vor allem waren seine Angriffe sehr unüberlegt, wenn ihr euch das mal angesehen habt. Das hätte mindestens 3 Gelegenheiten gegeben, in denen ihr in den Arm hättet abstechen können, bevor er euch erreicht hätte. Nun ja, ich kämpfe ja nicht auf die gleiche Art wie ein Corporator. Nächstes Mal nimmt bitte einfach eine leichte Wunde und gebt auf. Oder zieht eine dickere Rüstung an. Ich klopfe mir mal auf die Brustplatte. Seht ihr? Da kommt ihr nicht so einfach durch. Das ist wohl wahr. Oder ihr schützt euch mit Zauberei. Ihr seid doch schließlich Magier. Oder macht beides. Dafür blieb keiner Zeit. Ich box mal Abdulon. Au! Könnt ihr solltet euch von der Magier schützen lassen, meinte ich. Aber ich wünsche euch viel Glück, Jordin. Was kommt denn jetzt gleich als nächster Wettbewerb? Müsst ihr schon wieder antreten? Das müsste der Kampf zu 2 Händen sein. Ich hoffe, dass ich einen angenehmeren ersten Gegner bekomme als Verena von Mersingen, aber niemand von diesem Pack her scheint mir überhaupt angenehm zu sein. Achso, ich dachte, der Kampf hier geht weiter, dass es nur eine kurze Unterbrechung ist, bevor es hier weitergeht in einer Stunde. So wie ich die Listen gelesen habe, findet die zweite Runde erst morgen statt. Ah, okay. Genau. Sag mal. Ja. Was wollt ihr jetzt tun? Wollt ihr die Zeit einfach vergehen lassen? Wollt ihr einfach ein bisschen euch was zu essen schnappen? Wie auch immer ihr dann da essen gehen wollt, könnt das natürlich gemeinsam machen. Könnt dann vielleicht im Hotel Schwarz und Rot gastieren oder ihr holt euch wieder einfach nur Schwarzkorngetreide. Das könntet ihr euch jetzt überlegen. Ihr könntet natürlich dann auch irgendwo in der Stadt umhergehen. Zumindest habt ihr genug Zeit bis kurz nach dem Mittagessen. Ja, kurze Verständnisfrage. Geht es dann mit Schwert und Schild weiter oder mit der nächsten Disziplin? Also nochmal, eine Stunde nach dem Essen. Wir haben es jetzt ungefähr 10 Uhr. Das heißt 13 Uhr in 3 Stunden. Jetzt habt ihr 3 Stunden Zeit. Wir haben jetzt das erste Mal Schwert und Schild gemacht. Danach kommt zweihändiger Kampf. Also wahrscheinlich sowas wie Großschwerter werden jetzt ausgepackt. Also Zweihänder. Wie genau das abläuft, weiß ich noch nicht genau. Danach wird das Bogenschießen der erste Tag abgehandelt und dann eine Runde Wagenrennen. Das heißt, heute sind 4 Turnierspiele. Das wird erstmal zum Aufwärmen, damit man das ganze Szenario dann kennenlernt und dann wird morgen wird dann natürlich weitergekämpft und da werden dann auch mehrere Kämpfe gemacht. Aber heute erstmal nur zum Eingewöhnen, dann zum Eröffnen des Tages. Ich schnapp mir dann mal kurz am Ende aus. Ja. Ist da? Ja. Ich weiß ja nicht, ihr habt heute schon ziemlich viel gezaubert. Könnt ihr noch oder erschöpft euch sowas dann? Nun, ich habe vor allem die Zauber benutzt, die ich gespeichert hatte in meinem Stab. Meine eigentlichen Kräfte habe ich noch nicht angebraucht. Braucht ihr etwas? Nun, ich dachte mir nur, vielleicht solltet ihr euch einen von diesen Tränken besorgen, von denen auch... Ihr wisst schon, wer gesprochen hatte. Ja, darüber hatte ich schon nachgedacht, doch... Ich selbst habe nicht genug Goldmünzen. Ich weiß nicht, ob man sie hier vernünftig erstehen kann. Oder ob sie gar richtige Zaubertränke herstellen oder nun sie mit irgendwelchen finsteren Stoffen versetzen. Nun, mit ein paar Wertgegenständen sollte ich euch aushelfen können. Ihr müsstet nur... Wenn ihr sowieso auf Einkaufstour geht, mir vielleicht eine Kleinigkeit mitbringen. Nun, was braucht ihr? Ich bräuchte Waffenbalsam. Ihr wisst schon, den wir damals auf der Arche auch immer hatten. Da wart ihr gar nicht bei. Tatsächlich nicht, aber ich habe von Waffenbalsam bereits einmal gehört, ja. Ich kann nachfragen, ob sie so etwas haben. Es wird allerdings natürlich ein wenig riskant. Inwiefern riskant? Nun, ich denke, ich werde an die Akademie gehen müssen. Das schätze ich wohl auch. Ich meine, es sieht so aus, als wären hier Alchemisten in jeder Ecke zu finden, aber... Ich weiß nicht, ob man denen mehr oder weniger trauen kann. Das wird sich zeigen.
Ich denke allerdings, als erstes werde ich es an der Akademie versuchen. Gut,